Willkommen bei Stenografie lernen mit Dominique Clarier. Mit dem Ende dieser Lektion haben Sie die Hälfte der Kürzel bereits gelernt. Heute lernen wir das Nachsilbenkürzel lich, das Vorsilbenkürzel zer sowie die Kürzel mit, des und dessen. Das Nachsilbenkürzel lich sieht aus wie ein rechtswindiges L mit einem Anstrich von der Grundlinie aus. Lich. Ehrlich. Hier haben wir den Wortteil er. Das Nachsilbenkürzel lich wird so an das R angefügt. Ehrlich. Monatlich. Der Wortteil Monat. Das Nachsilbenkürzel lich wird so an das T angefügt. Monatlich. Hoffentlich. Dieser Wortteil endet mit einem Aufstrich T, an das lich hier oben angefügt wird. Hoffentlich. Verwirklichen. Nach der Hochsetzung für das I schreiben wir auf dieser gedachten Anschlusslinie weiter. Nach dem Kürzel lich schreiben wir die Endung en auf dieser neuen Schreiblinie weiter. Verwirklichen. Möglich. Der Wortteil mög mit dem Nachsilbenkürzel lich. Möglich. Möglichkeit. Der Wortteil mög mit dem Nachsilbenkürzel lich. Wir kommen aus der L-Bewegung heraus und schreiben gleich das Kürzel kite in einem Schwung weiter und ziehen es dann bis zur Obergrenze schräg hoch. Möglichkeit. Aber Licht. Hier ist das Licht keine Nachsilbe. Daher darf auch das Nachsilbenkürzel nicht verwendet werden. Licht. Das Kürzel für die Vorsilbe zer wird geschrieben wie ein Z, das auf drei Stufen verlängert worden ist. Zer. Zerfallen. Vorsilbenkürzel zer, fallen. Das F hier wird direkt an das Kürzel zer angeschlossen. Zerfallen. Zerkleinern. Vorsilbenkürzel zer und kleinern. Zerkleinern. Zerlegen. Das nachfolgende L wird beim Kürzel zer vorgelegt. Zerlegen. Zerreißen. Vorsilbenkürzel zer. Das zweite R wird wie ein ganz normales R geschrieben. Zerreißen. Zertifikat. Auch bei Fremdwörtern dürfen wir das Vorsilbenkürzel zer verwenden. Zertifikat. Das Kürzel mit sieht aus wie ein M, das auf 1,5 Stufen verlängert wurde.
mit, somit. Kürzel so, Kürzel mit. Hier haben wir eine Regel. Wird das Kürzel so mit einem Wort verbunden, so rückt es an den Beginn des folgenden Zeichens. Das Kürzel so beginnt hier nicht mehr an der Grundlinie, sondern hier oben, so dass wir es waagerecht durchziehen können bis zum Kürzel mit. Somit. Das Kürzel mit wird auch verwendet für Wörter mit doppeltem T. Inmitten. Kürzel in. Das Kürzel sieht auf den ersten Blick eher aus wie das Kürzel ich. Das scheint aber nur so, da es in den Aufstrich zum Kürzel mit übergeht. Kürzel mit doppeltem T, Endung en. Inmitten. Mitte. Kürzel mit doppeltem T, E am Schluss. Mitte. Aber Miete. Bei Miet mit IE wird das Kürzel für mit nicht verwendet. Miete. Mittwoch. Kürzel mit doppeltem T, Wortteil Woch. Mittwoch. Folgt dem Kürzel mit jedoch ein Wortstamm, der mit T beginnt, so muss das zweite T geschrieben werden. Mittag. Kürzel mit einem T. Bei dem Wort Tag beginnt ein neuer Wortstamm. Das heißt, das zweite T muss geschrieben werden. Mittag. Mitteilen. Kürzel mit einem T. Bei dem Wort teilen beginnt ein neuer Wortstamm. Das heißt, das zweite T muss mitgeschrieben werden. Mitteilen. Das Kürzel des wird auf die Oberlinie gesetzt. Es wird geschrieben wie ein S mit einem Anstrich. Des. Desjenigen. Schreiben Sie das Kürzel des und verbinden Sie es mit dem Wortteil jenigen. Desjenigen. Deshalb. Kürzel des. Sie sehen, das Kürzel steht nicht auf der Oberlinie. Es wurde in diesem Fall eine halbe Stufe tiefer gesetzt. So kann es bequemer geschrieben werden. Hierzu eine Regel. Wortkürzel dürfen zur Verbindung ihren Platz verlassen, wenn die Deutlichkeit gewahrt bleibt. Kürzel, die auf der Oberlinie stehen, dürfen als erster Wortteil eine halbe Stufe tiefer rücken. Das Kürzel des ist hier der erste Wortteil. Daher darf es eine halbe Stufe tiefer an den Wortteil halb heranrücken. Deshalb. Deswegen. Auch hier steht das Kürzel des nicht auf der Oberlinie. Es wurde wieder eine halbe Stufe tiefer gesetzt und kann so besser an den Wortteil wegen herangerückt werden. Deswegen.
Das Kürzel dessen ist eine Erweiterung des Kürzels des. Es wird geschrieben wie das Kürzel des mit der Endung en. Dessen. Indessen. Kürzel in. Das Kürzel dessen wird auf die Oberlinie gesetzt und so geschrieben, dass es sich mit dem Kürzel in räumlich etwas überschneidet. Indessen. Infolgedessen. Kürzel in. Wortteilfolge. Kürzel dessen. Auch hier wird das Kürzel so geschrieben, dass es sich mit dem Wortteilfolge ein wenig überschneidet. Infolgedessen. Das war's wieder für heute. Das Übungsblatt für die Kürzlektion 11 finden Sie kostenlos auf meiner Homepage www.dominique-clarier.com. Gestatten Sie mir noch eine kurze Werbung in eigener Sache. In der letzten Woche habe ich den zweiten Teil meines Romans Ovalid fertiggestellt. Endlich kommt Ronin dem Geheimnis auf die Spur, warum Estella immer wieder von den Abtrünnigen angegriffen wird. Es hat zu tun mit Estellas Träumen und es hat zu tun mit einem Wesen, dessen geschundener Geist verzweifelt nach ihr ruft. Nur sie kann den Gemaso retten, denn nur sie kann ihn finden. Ronin und Estella machen sich auf nach Norwegen zur einzigen Person, die Estella lehren kann, den Standort des Glaswesens aufzuspüren. Zu der Frau, die einst Larsen das Herz brach. Wollte ich das Wesentliche des Romans in einem einzigen Wort beschreiben, so wählte ich dieses: Tapferkeit.